Ein herzliches Hallo von mir an euch. Ich begrüße euch zu einer Runde DBD mit Kate. Ihr seht, irgendwie sieht das komisch aus, ne? Ich versuche nämlich die Adept-Challenge und habe natürlich Kates Talente dabei. Und eins davon heißt Gelegenheit nutzen. Und das ist das, was ihr hier seht. Wir sehen... Das war eine Fäng. Wir sehen Sprung und... Palettenmöglichkeiten in einem gewissen Umkreis. Kann, glaube ich, ganz cool sein in Verbindung mit Flink. Das nächste Talent von ihr heißt Tanz mit mir. Wenn ich schnell über eine Palette springe, durch ein Fenster springe oder aus einem Schrank gehe, hinterlasse ich 3 Sekunden lang keine Kratzspuren. Und es ist ein Geist. Und ich bin hängen geblieben. Er wird mir folgen. Und das dritte Talent von ihr heißt Wildpferd. Wenn ich getragen werde... Wenn ich getragen werde... Ich bin dort hinten nicht lang gekommen. Wiggle ich stärker auf der Schulter des Killers. Das heißt, für ihn wird es ein bisschen schwieriger, mich aufzuhängen. Und er sieht die Haken in einem gewissen Umkreis nicht. Ah, ich habe nicht aufgepasst. Uhuhu. Okay. War okay, es müssten auch Gens angehen. Sehr gut. Zieh durch. Mist. Ja. Schauen wir mal, ob wir hier mit Kate rauskommen. Jen war wirklich weit, aber er hat keinen Ruin, sonst hätte er den Jen nicht getreten. Ja. Ich glaube eigentlich, dass der Geist nicht so gut ist. Aber er hebt mich direkt wieder auf. So kommt er nicht zu mir. Nein! War doch fertig erholt. Ja, gut. Ich dachte eigentlich, die Runde fängt ganz gut an. Sie fing auch ganz gut an, so ist ja nicht, aber... Der Killer ist jetzt auch wirklich campy. Will ist alleine aufgestanden. Er hat halt sein Unbreakable jetzt rausgehauen. Gut. Jetzt hängt Bill das erste Mal. Ich darf mich halt eigentlich nicht erwischen lassen. Mich nicht erwischen lassen.
Ich lasse auch jetzt die anderen retten. Wenn ich nochmal hänge, bin ich tot. Mich verwirrt, ehrlich gesagt, dieses Gelegenheit nutzen. Ich würde gern Jens angezeigt bekommen. Das wird mir mehr bringen. Ich habe auch schon so 1, 2 Totems gesehen. Aber ich weiß nicht, ob ich die wiederfinde. Warum zeigt es mir die Tür an? Damit kann ich ja nichts machen. Ja, cool. Nein! Bring ihn doch nicht hierher. Ich suche immer noch einen Generator übrigens. Oh Mann, das ist ärgerlich. Die Runde ging echt gut los. Wir riskieren's. Was machen die anderen? Ich hoffe, die machen. Gefängnis gejagt. Wird gejagt. Ist ja gut, wenn ein Generator angehen würde. Ah, und ich glaube auch, es ist nötig dabei. Ich sehe halt hier gar nichts. Da kommt der Geist, dann. Los, wir müssen Generatoren finden. Wo ist hier noch eine verschlossene Tür? Sind die alle unten? Haben wir jetzt alle Generatoren? Wie liegt sie denn? Im Terrorradius. Boah, wenn David jetzt einen Gen machen würde, das wäre echt super. Bill, das ist nicht gut. Halt nicht. Was nun? Bill! So, weg hier. Oh,
Okay. Wir sind alle der dann hoch. Wir werden das nicht schaffen. Gut, wenn jetzt alle vom Generator weggehen, ist auch blöd. Es muss doch noch woanders Generatoren geben. Er ist wirklich zu dem Gender gegangen. Oh nein. Er kommt zu mir. Er kommt vielleicht doch nicht zu mir. Wo ist ein Generator? Kann ja nicht sein, dass es hier keine Generatoren mehr gibt. Doch. Wir müssen es jetzt riskieren. Er ist unsichtbar. Der wird gleich hier sein. Guck mich ein bisschen paranoid um. Also fühle ich mich auch. Was war das denn? Wollte er unbedingt noch sein Pop Ghost Weasel nutzen? Oh, wie er plötzlich da stand. Und ich kann mich nicht heilen. Ich weiß auch nicht, ob hier irgendwo noch eine Kiste ist. Ich glaube, ich finde auch meinen Generator einfach nicht wieder. Keine Ahnung, wo mein Generator war. Ich muss sagen, Orientierung auf dieser Map ist gleich null bei mir. Es war schon vor der Erneuerung. Und es hat sich jetzt auch nicht geändert. Das war's. Nein.
Hä, was ist mit David los? Hast du das gerade gesehen? Er wurde voll zurückgesetzt. David macht auch nichts mehr. Und der benutzt mich als Köder. Ist es dein Ernst, David? Ist das dein verdammter Ernst, dass du hier an der Luke stehst? Wow. Ich hab's nicht gehört, dass die hinter mir waren. Und David geht zur Luke. Nee, pass auf. Nein, Geist, die Luke ist dort hinten. Du hast doch die Luke gesehen. Lass mich. Geh zur Luke. Wenn du mich hochhebst, komme ich runter. David macht auch nichts. Er hätte schon den Generator anmachen können in der Zwischenzeit. Oh, David. Mann, wie ätzend ist das denn jetzt? Ich möchte nicht, dass David durch die Luke entkommt. Oh, dein Ernst. Dein Ernst, Geist. Oh Mann. Haha. Haha. Ich bin auch gar nicht schadenfroh. Hahaha. Oh, der hat's auch nicht verdient. Sorry, da bin ich böse, aber er hat es auch nicht verdient. Das war eine sehr frustrierende Runde. Es fing gut an und dann hast du da einen David, der einfach nichts mehr macht. Er hätte locker den letzten Gen am Ende anmachen können. Na gut. Egal. Leider nicht geschafft, die Adept-Challenge, aber wir versuchen es einfach zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Und ich wünsche euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es vielleicht heißt, wir versuchen eine neue Adept-Challenge. Wir schauen mal. Also, bis dahin, macht's gut.